Danke, ja. Wenn sie so hebt, passt. Also, servus, grüß euch. Gerne. Ein paar kennen mich vielleicht schon, ich habe schon öfter was gesagt. Ich möchte heute mit etwas anderem erstmal beginnen. Und zwar, wenn man so ein Experiment macht. Ja, man nimmt ein Glas und in das Glas fängt 100 so kleine rote Feuerameisen, steckt die in das Glas rein. Dann fängt man 100 so schwarze Ameisen, die sind ein bisschen größer, steckt die auch ins Glas rein. Und wenn man dann schaut, passiert gar nichts, ganz friedlich. Wenn ich das Glas jetzt schüttel, fallen die übereinander her und bringen sich gegenseitig um. Die roten Ameisen denken nämlich, die schwarzen sind der Feind. Die schwarzen Ameisen denken, die roten sind der Feind. Und dann bringen sie sich gegenseitig um. Der Feind ist aber der, der das Glas geschüttelt hat. Wir sind gerade in einer ähnlichen Situation. Es gibt Geimpfte, es gibt die Ungeimpfte. Es gibt Menschen, die Maske aufsetzen wollen, es gibt Menschen, die Maske nicht aufsetzen wollen. Und die Frage ist, wer schüttelt das Glas und warum? Ich bringe mal ein bisschen Zahlen, wenn ich hier bin. Ich habe heute vorhin wieder im Internet geschaut nach Zahlen. Und zwar unsere beliebte 7-Tage-Inzidenz. In Mühldorf hat man am 25.11. den höchsten Wert mit 1127. Im Landkreis Altötting war am 21.11. der höchste Wert mit 1015. Heute haben wir in Mühldorf 705, das heißt 37% weniger. Und in Altötting 597, 41% weniger. Also wenn Sie uns jetzt wieder mit dem Lockdown daherkommen, wo schon alles am Abflachen ist, dann können Sie uns nicht wieder erzählen, das ist nur, weil wir einen Lockdown gemacht haben, sind wir jetzt wieder safe. Das geht halt mal runter, wenn es raufgegangen ist. Immer zweimal im Jahr kommen die Coronaviren und die Grippewellen und dann schießt alles hoch und dann kommt es wieder runter. Ein noch interessanter Wert, die Corona-Toten im Landkreis Mühldorf seit Beginn an, seit fast 2 Jahren. Wer weiß, wie viel das sind? Hat jemand eine Idee? Ich sag's euch. 238. In 2 Jahren. In Altötting einer mehr, 239. Auf die Einwohner bezogen haben wir in 2 Jahren eine Sterblichkeitsrate von 0,2%. In 4 Wellen. Ja, die zählen ja immer alles zusammen, ja? Die hören ja nicht auf. Ich habe es letztes Mal schon gesagt, irgendwann, wenn wir immer zusammenzählen, haben wir mehr Tote, wie wir mehr Einwohner haben. Ja, rein rechnerisch müsste das jetzt bei uns in dem Fall ungefähr 1000 Jahre dauern, bis dann der Letzte kapiert hat, da stimmt was nicht. Weil jetzt haben wir ja mehr Tote, wie wir Einwohner haben. Aber wir haben 0,2%. Das heißt, für jede Welle, die kommt, sind es 0,05% und in dieser höchsten Altersgruppe hauptsächlich. Ja, da darf man auch mal sterben. 0,05% pro Welle. Und deswegen haben wir diesen ganzen Zinnober hier. Ich fasse es nicht. Solidarität heißt auch, dass ich nicht für deine Gesundheit zuständig bin. Das wollen sie uns ja immer einreden. Nein, ich bin für meine Gesundheit zuständig und du bist für deine Gesundheit zuständig. Und Politiker, hört endlich auf, gesunde, ungeimpfte Menschen für euer Versagen in die Pfanne zu hauen. Politik und Medien deklarieren alles um. Sie fangen einen Krieg an und erzählen uns von Frieden.
Sie verkaufen uns in den Krieg der bösen Ungeimpften, die an allem schuld sind. Die Bevölkerung wird aufgehetzt. Sie schütteln das Glas. Und sie versprechen dir Frieden, aber nur dann, wenn du dich impfen lässt. Und wenn du das nicht machst, machen sie dir so lange Druck, bis du aufgibst. Aber wir geben nicht auf. Jawohl! Und uns? Und ich finde das so geil, wie viele Leute heute bei diesem unschönen Wetter hier sind. Und es werden immer mehr. Super, also ein Applaus für euch, für jeden Einzelnen, der hier ist. Und sie kehren alles um. Das Mädel vorhin hat schon gesagt, ich bin impffrei. Super Wort. Die Presse macht was anderes. Die schreibt zum Beispiel, es sind Schutzmaßnahmen. Warum schreibt die Presse nicht, es sind brachiale, rechtswidrige Eingriffe in unsere Freiheitsrechte? Sie schreiben von Impfpflicht. Hört sich viel netter an als Impfzwang. Aber es ist keine Impfpflicht, wenn ich meinen Job verliere, wenn ich mich nicht impfen lasse. Das ist Impfzwang. Aber wenn man das Wort dann jeden Tag 100-mal im Radio hört, Impfzwang, 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 dann kommt es nicht so gut rüber. Aber sie fangen jetzt an, sie wollen jetzt die Pflegekräfte als erstes mal alle dazu zwingen, sich zu impfen. Die Pflegekräfte, diese Politiker bringen unsere Leben in Gefahr. Denn diese Pflegekräfte, die sich bis jetzt nicht geimpft haben, die werden dann wahrscheinlich auch sagen, dann suche ich mir einen anderen Job. Der Job ist eh so stressig, so schlecht bezahlt, dann suche ich mir einen anderen Job. Und wir verlieren diese Pflegekräfte, die sollten alle in Ohren kriegen und viel mehr Geld. Anstatt diese bescheuerte Spritze. Noch so ein tolles Wort, das sie umbenannt haben. Impfdurchbruch. Also ein Durchbruch, da stelle ich mir eher was vor. Wir haben es geschafft, wir haben es durchbrochen, wir sind am Ziel. Was Positives. Aber Impfdurchbruch, das heißt, es hat nicht funktioniert. Impfdurchbruch ist Impfversagen. Auch hier ist es so, wenn man jetzt jeden Tag Impfversagen im Radio hören würde, statt Impfdurchbruch, dann würde jeder sagen, also das mit der Impfung überlege ich mir jetzt nochmal. Aber damit manipulieren sie uns ständig. Sie schütteln das Glas. Wir müssen zusammenhalten. Damit meine ich jetzt nicht nur wir, die hier sind, sondern alle. Alle Ungeimpften, alle Geimpften, alle Genesenen. Wir müssen zusammenhalten. Wir sind das Volk. Wir dürfen uns nicht weiter verrückt machen lassen von den Medien und von der Regierung. Wir dürfen diese Ungerechtigkeit nicht durchgehen lassen, die hier passiert. Und ich bin der Meinung, da die Leute ja jeden Tag, seit fast 2 Jahren, Stunde um Stunde, Tag um Tag, Woche um Woche, Monat um Monat von den Medien geframed werden, manipuliert werden. Wenn du sonst nichts anderes hörst, dann glaubst du das. Ob das die Wahrheit ist oder nicht, spielt dann keine Rolle. Du glaubst das. Und morgen hörst du es wieder. Und ich glaube, wir müssen hier einfach uns überlegen, was wir tun können, damit wir die Leute, die nur diese Medien hören, erreichen und ihnen zeigen, es gibt noch eine andere Wahrheit. Aber such deine eigene Welt, mach dich schlau, aber mach dich schlau. Hör nicht nur die eine Seite. Als ich letztes Mal hier war, war eine junge Dame da, die hatte so eine kleine Visitenkarte. Ich darf sie noch einstecken. Hier. Die fand ich super. Da ist einmal so ein QR-Code drauf und auf der Rückseite steht Info jetzt, Zeit Bescheid zu wissen. Und das ist eine ganz geile Seite. Info jetzt.
Schaut da mal drauf, schreibt euch das zurück in euer Handy auf. Tippt es ein, dass ihr es nicht vergesst. Das ist eine tolle Seite. Und ich habe mir gedacht, diese Dinger, die kannst du dir auch massenweise kopieren, ausschneiden zu kleinen Zettel. Und wenn man dann einfach zu zweit oder zu dritt, nicht alleine, ja, dann macht es auch weniger Spaß, einfach zu zweit, zu dritt rumspaziert und diese Zettel den Leuten, die jetzt gerade im Laden rauskommen, wo auch immer, in die Hand drückt und sagt, schau mal her, du hast jetzt 2 Jahre Corona immer nur im Fernsehen, im Radio gehört, es gibt noch andere Informationen, die du dort nicht hörst. Nimm mal das Ding, mach dich schlau, bilde deine eigene Meinung. Gerade in der jetzigen Zeit, wo so viele langsam erkennen, mit der Impfung kann irgendwas nicht stimmen, weil wir haben so viele Leute, die jetzt krank werden, die auch daran sterben oder Impfschäden davontragen, die zweifeln. Und denen kann man auch mal so ein Ding in die Hand drücken. Das ist eine ganz tolle Geschichte. Ich habe auf ein paar Posts im Internet habe ich mir etwas zusammengeschrieben. Und das möchte ich euch jetzt gerne vorlesen, okay? Boah, meine Finger sind so kalt, da konnte ich fast nicht rumlaufen. Also, ich lese es einfach ab, weil dann ist es leichter. Und ich muss dazu sagen, als ich das gelesen habe, musste ich mich selber ermahnen, das öfter zu beachten. Weil wir auch so in irgendeinem Tunnel oft drinnen sind und das dürfen wir nicht mit uns machen lassen. Das tut uns auch nicht gut. Und das, was ich zusammengetragen habe, geht los. Liebe Ungeimpfte, liebe Geimpfte, liebe Mitmenschen. Ich möchte heute zu euch sprechen und vielleicht sehen es ja auch ein paar, die niemals auf dieser Veranstaltung hierher gehen würden, aber vielleicht sehen sie es hier irgendwo im Internet. Lieber Ungeimpfter, vielleicht ist dein Mitmensch geimpft, weil er jemand wegen Corona verloren hat, er seine Liebsten schützen möchte, er Angst vor Corona hat, er sonst seinen Job verloren hätte, er wieder ein halbwegs normales Leben zurück möchte. Und lieber Geimpfter, vielleicht ist dein Mitmensch nicht geimpft, weil er aus gesundheitlichen Gründen nicht geimpft werden kann, er Angst vor den Nebenwirkungen hat, er vielleicht jemanden wegen der Nebenwirkungen verloren hat, er dich lieber auf einem anderen Weg schützen möchte, indem er einfach Abstand hält, er durch den zunehmenden gesellschaftlichen Druck misstraut, was da los ist. Wann ist dieser Graben zwischen uns eigentlich so groß geworden? Hört auf, euch gegenseitig als Schlafschafe, Corona-Jünger, Verschwörungstheoretiker oder Querdenker zu beschimpfen. Hört euch die Gegenseite an und versucht, die Beweggründe des anderen zu verstehen. Ausgrenzungen helfen uns nicht. Bitte denkt an die Zeit vor Corona zurück und haltet endlich zusammen, egal welche Meinung ihr habt. Denn eines haben alle gemeinsam: Angst. Du weißt nie, aus welcher Angst heraus dein Gegenüber gerade so handelt. Wenn du das nächste Mal einem Menschen gegenübertrittst, mach dir bewusst, er hat genauso Angst wie du. Aus der Angst heraus gehandelt, auch wenn diese sich in unterschiedlichster Weise zeigt. Geh aus der Verurteilungsposition heraus, das macht dich freier. Denn das, was du in Wahrheit wahrnimmst, ist schlichtweg deine Angst und seine Angst, die aufeinandertreffen. Wenn du dir dessen bewusst wirst und das erkennen kannst, wirst du dementsprechend anders handeln können. Dann kannst du wieder Verständnis und Mitgefühl für deine Menschen haben. Und ich finde, wir müssen unsere Angst bündeln und zusammentun und daraus Kraft schöpfen und gemeinsam gegen diese Regierung, diese Medien vorgehen. Denn sie sind diejenigen, die das Glas schütteln. Und nur so kommen wir aus dieser ganzen Misere heraus, wenn wir gemeinsam dagegen vorgehen. Aber so,
kommen wir aus dieser Misere heraus. Danke.